Ja. Hallo. Hallo. Ja, ich wollte euch gerne mal was zeigen, weil viele interessiert es ja auch. Wir haben die Anki wiedergefunden. Kein Wunder, dass wir sie nicht finden konnten, weil sie halt eben gerade am Trockendock steht. Kein sonderlich großes Boot, aber für mich halt eben, um anzufangen zu segeln, glaube ich, genau perfekt. Man kann drin wohnen, sie ist ein bisschen größer als die Pearl, es ist ein bisschen mehr Raum drin. Und ich kann die halt haben für 4000 Euro. Die werde ich mir jetzt zusammen tätowieren und gucken, wie das zusammenkommt. Jasmin wird dann die Pearl weiterfahren, das heißt, sie bleibt uns auch erhalten. Das heißt, wir haben auf Mallorca so richtig was draus machen können. Und die Hintergrundidee war halt eben, eine Flotte zusammenzubringen, die dann so ab Ende Sommer nächsten Jahres, denke ich mal, von hier, also sich hier sammelt und den Peace Trail in die Welt rausfährt. Ja, wir fahren dann halt eben dahin, wo der Wind uns hinträgt und wollen dann halt eben da dokumentieren. Wir haben gestern schon gesagt, sieht irgendwie sehr danach aus, als ob das wirklich so zur Dokumentation der neuen Welt gehört. Zu zeigen, das alles gibt es hier auch, das alles ist immer schon hier gewesen. Der Himmel auf Erden, der immer schon da war, nur halt nie gesehen, weil ständig irgendwelche Ablenkungsnachrichten davon ablenken. Und die Anki ist halt so für mich jetzt erstmal gerade so ein, also ich denke mal, wenn wir dann halt losfahren, dann werden wir uns ein größeres Schiff besorgen, wo halt auch ein paar Leute mehr drauf passen. Und halt, ne, wer ein Boot hat und mitfahren will oder sich bis dahin als besorgen will und mitfahren will, ist halt herzlich eingeladen. Die Idee steht, ich werde es wie immer auf jeden Fall machen. Ich erlebe diese ganze Scheiße, wovon ich rede. Guck mal, da steht auch noch eins in der Größe. Da siehst du es auch. Die hat auch diesen runden Aufbau. Und die Anki hat sogar noch ein bisschen mehr Platz an der Seite, um dran vorbeizugehen. Siehst du das hier? Mhm. Ja, wenn wir jetzt den Sebastian fänden, dann könnte ich mir auch mal eine Leiter holen und mal oben raufgehen. Aber sie ist leider abgeschlossen. Von innen kann ich sie dann gerade eh nicht zeigen. Aber ich war drin. Es ist ein echt schönes, schnuckeliges Bötchen. Mit Toilette drin auch. Und das Allercoolste ist gerade, da die keinen Innenborder hat, sondern einen Außenborder, unter 15 PS darf ich das Ding sogar ohne Lizenz fahren. Das heißt, ich kann dann erstmal segeln üben, bis ich dann, und dann mache ich halt den Segelschein nebenbei irgendwie im Laufe des nächsten Jahres. Und dann denke ich mal, gucken wir mal nach sowas wie der Ormuz nochmal, ne? Die immer noch hier ist, die immer noch nicht weg ist, die immer noch in Porto Poyenza liegt und eventuell dann irgendwann noch immer noch zu haben ist. Wer den Traum miterleben möchte, der kann dabei sein. Ansonsten machen wir natürlich weiter unsere Videos und zeigen Bilder aus der friedlichen Welt. Ja. Und wenn einer Ideen hat, wie wir die 4000 Euro zusammenbekommen, ohne dafür die Pearl zu verkaufen. Also ich arbeite halt im Moment für 100 Euro die Stunde, meine Tattoos. Das ist halt, ich habe halt gesagt, solange ich auf Peace Trail bin, vergebe ich die Zeit für meine Tattoos und so halt eben für 100 Euro die Stunde, weil halt eben diese Gelder alle in diese Projekte fließen und ich dadurch halt eben solche Sachen machen kann. Ich werde mit Sicherheit nicht irgendwann, wenn wir dann alle im Frieden leben, mit wahnsinnig viel Zeit um alle anderen Sachen kümmern können, aber im Moment geht meine Arbeit tatsächlich einfach an die, die sie mit 100 Euro Stunde bezahlen können. Was es ja auch durchaus auch wert ist. Ne? In meinem Stil, den ich mir mittlerweile erarbeitet habe, geht es halt irgendwie. Es ist halt was Eigenes, was kein anderer bieten kann. Und dann, ja. Holen wir uns ein Brötchen und bevor die wieder ins Wasser kommen, malen wir die schön an. Dann wird die braun mit so Brettern drauf gemalt und Kanonenlöcher auch. Ja, und oben kommt natürlich eine Piratenflagge drauf. Oder auch nicht, wir wissen nicht, ob das nicht gefährlich ist im Gewässer. Am Haus ist es was anderes, oder am Auto, ne? Aber am Boot weiß man nicht, ob da nicht die Polizei kommt und einen einfach verhaftet. Wir lassen uns eine Friedensflagge einfallen. Die weiße Flagge, wir hängen die weiße Flagge, das hat schon weißes Segel.
Ja, keine Lazy Jacks, keine Lazy Bags, hier ist alles einfach mit der Hand zu machen. Einfach richtig hardcore ist genau das richtige Boot, um damit segeln zu lernen und einfach ein Jahr drauf zu leben. Zusätzlich mit der Pearl als zweites zu Hause. Und ja, mal gucken. Ich werde es euch mal zeigen. So sieht sie gerade aus. Und so sieht sie auch gerade aus und so. Und da hinten steht so ein Schiff, das hat so Kanonenlöcher. Kommst du, kannst du das da? Nee, ne, kann man nicht wirklich sehen. Da hinten, das braune. Voll geil, ne? Voll super, ey. Voll geil, ne? Voll geil. 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 Ja, und so geht's tatsächlich für uns immer mehr aufs Wasser. Es wird immer konkreter. Und jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was ich sagen soll. Tschö und macht's gut.